seien die Winkel a und b so, dass Sinus von a gleich ist zu 21/29, Cosinus von a gleich ist zu 20/29, Sinus von b gleich ist zu 12/13 und Cosinus von b gleich ist zu 5/13. Bestimme ohne Taschenrechner den genauen Wert des Ausdrucks Tangens von a plus b halbe. Wir suchen diese Zahl Tangens von a plus b halbe und nennen sie x. Der Tangens von a plus b kann geschrieben werden als Tangens von 2 mal a plus b halbe. Und durch die Verdopplungsformel vom Tangens finden wir für Tangens von a plus b 2 mal Tangens von a plus b halbe geteilt durch 1 minus Tangens im Quadrat von a plus b halbe. Jetzt ersetzen wir Tangens von a plus b halbe durch x und finden so 2x geteilt durch 1 minus x Quadrat. Der Tangens von a plus b kann aber auch geschrieben werden als Sinus von a plus b geteilt durch Cosinus von a plus b. Und durch die entsprechenden Additionsformeln finden wir diesen Bruch, indem wir alle trigonometrischen Größen durch ihre numerische Werte ersetzen. Das führt dann zu dieser Rechnung, also zu dieser. Und hier brauchen wir das Produkt 29 mal 13 nicht auszurechnen, denn es kürzt sich weg. Somit finden wir für Tangens von a plus b minus 345 geteilt durch 152. Tangens von a plus b ist aber gleichzeitig gleich zu diesem Bruch. Also sind diese zwei Brüche gleich. Und diese Gleichheit führt dann sofort zu dieser Gleichung zweiten Grades mit unbekannter x. Wir werden diese Gleichung noch durch 345 teilen, denn so erkennen wir, falls diese Gleichung zwei Lösungen hat, muss deren Summe gleich 304/345 sein und deren Produkt minus 1 sein. Und da die Zahl 345 gleich ist zu 15 mal 23, können wir sehr schnell diese zwei Lösungen erraten. Man kann sie aber auch zum Beispiel mit Delta berechnen. Wir finden zwei mögliche Werte für x, also für Tangens von a plus b halbe. Aber Vorsicht! Je nach diesen positiven Werten für Sin a und Cos a muss a sich zwischen 0 und 90 Grad befinden. Dasselbe gilt für b, denn der Sinus von b ist streng positiv und der Cosinus ebenfalls. Aus diesen zwei doppelten Ungleichheiten schließen wir, indem wir addieren, dass a plus b sich streng zwischen 0 und 180 Grad befinden muss, also muss der Winkel a plus b halbe streng zwischen 0 und 90 Grad liegen. Und daraus schließen wir wiederum, dass der Tangens von diesem Winkel a plus b halbe streng positiv sein muss und demzufolge ist dieser negative Wert zu verwerfen. Die einzige Lösung, die übrig bleibt, ist also 23/15 und das ist der gefragte Wert für Tangens von a plus b halbe.